Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar, ja, habe ich mir gedacht, es ist schon wieder eine längere Zeit her, wo ich zuletzt NVA Gaming vorgestellt habe. Und jetzt stelle ich euch ja die aktuelle Version von NVA Gaming mal wieder vor. Und ja, wir gehen mal sofort bei Google meine Webseite ein, NVA Gaming, und betreten diese Seite. Und ja. Ja, genau, es gibt jetzt einen Radioplayer, den mache ich aber allerdings aus, wegen Copyright. Ja, hier läuft halt, ich bin ein riesen GTA-Fan, so ein GTA-Radiosender, der spielt 24/7 nur GTA-Mucke und ja, auch der Hintergrund mal wieder Rockstar Games Hintergrund, wo nur Rockstar Games gezeigt werden. Ja, und das hier ist meine aktuelle Webseite, so sieht die Startseite aktuell aus, hier gibt es mal wieder immer halt die Quick-Infos, was alles neu ist, was für ein Internet ich gerade benutze, wie gut es ist, hier ein Abo-Knopf, hier, ne, auch hier Social Media, alles verlinkt, hier ein Button zum Bugs melden, da könnt ihr dann draufklicken, den gibt es aber auch so oder so immer, auf jeder Seite hier an der Seite, das heißt, sollte ein Fehler auftreten, könnt ihr da draufklicken und dann werdet ihr sofort ja, zu Fragen senden, beziehungsweise Nachrichten weitergeleitet und dann könnt ihr mir da halt eine Nachricht schreiben und sagen, guck mal, da ist was verbuggt, da funktioniert was nicht, ja, fix das mal. Dann hier Blog, wo ich ein paar Sachen reinschreibe, allerdings wo ich jetzt aktuell nicht so viel reinschreibe, gut, aber aktuell gibt es auch nichts Neues. Dann Downloads, der komplette Download-Sektor mit meiner Download Mediathek, wie auch immer, wo ihr aber auch natürlich jetzt schnell zugreifen solltet, weil ich werde die Downloads nach und nach rausnehmen und neue Inhalte veröffentlichen. Das heißt, alte Sachen fliegen, neue Sachen kommen. Aber wenn ich mal spezielle eigene Downloads habe, dann gibt es die hier auf meiner Seite mal ganz interessant. Dann halt Spiele, die ich aktuell nicht mehr weiterführe und wahrscheinlich auch in der Zukunft auflösen werde. Dann gibt es NVA Gaming Music, was auch aktuell nicht existiert mehr so wirklich, zumindest die Eigenmusik nicht mehr. Hier aber ein paar Links zu ein paar Musikplattformen, die ihr nutzen könnt. Auch copyright-frei größtenteils eigentlich. Monster Cut, ja, ein bisschen bearbeitet und wird aber auch natürlich noch ein bisschen überarbeitet noch in der Zukunft. Fragen senden, ja, das ist genau derselbe Bereich, wo ihr halt auch hinkommt, wenn ihr halt bei der Startseite ganz unten oder halt hier an der Seite diesen Bug-Melden-Button kommt, kommt ihr genau hier auf diesen Bereich. Das ist der Bereich, den ich halt angesprochen habe, wo ihr dann halt Fehler melden könnt. Einfach euren Namen eintragen, also könnt ihr auch irgendwas eintragen, eine E-Mail und dann halt hier könnt ihr dann halt reinschreiben, ja, was das Problem ist. Oder ihr könnt hier halt generell auch mir einfach Nachrichten schreiben per Mail. Dann hier diesen Haken, es gilt die Datenschutzerklärung, müsst ihr einmal draufklicken. Und ja, das ist so basic Scheiße 0 auf 15. Dann YouTube Livestreams, ist mein YouTube Livestream Bereich. Da seht ihr sämtliche Streams, die gerade so laufen. So, dann mein Instagram Profil ist hier verlinkt. Da könnt ihr mein Instagram auschecken, wenn es denn jetzt mal lädt. Okay, es lädt gerade nicht. Ja, Leute, genau das ist so ein Problem. Warte mal. Vielleicht klappt es jetzt. Okay, dann haben wir schon mal ein Problem gefunden, wo ich mich ransetzen muss. Dann Facebook-Kommentar. Könnt ihr über Facebook Kommentare schreiben. Hat bis jetzt noch keiner geschrieben. Ich weiß auch nicht, ob ich diesen Bereich noch drinnen lasse, weil Facebook ist ja sowieso kein Schwein mehr. Aber ja. Hier könntet ihr auch Kommentare per Facebook abgeben. Wenn ihr nicht per E-Mail wollt, könnt ihr das halt auch über Facebook abgeben. Ja, dann gibt es das Twitter-Profil. Mal gucken, ob das lädt. Mit Twitter verbunden. Und das funktioniert, wenn's. Dann Rocket Beams, ist der Rocket Beams Livestream. Zack, könnt ihr da auf den Button klicken, dann geht's los. Früher hatte ich noch die Player drin, aber mittlerweile gibt es da auch ein paar Probleme mit den Twitch-Playern, deswegen sind die nicht mehr drin.
Dann gibt es noch sowas wie einen Taschenrechner. Dann mein YouTube-Profil, was ich auch über ein Gumblet neuen coolen Skript eingebunden habe, so als Mediathek mäßig. Ja, habe ich inzwischen schön mir eingerichtet. Werde ich vielleicht noch ein bisschen vergrößern, dass das hier vielleicht auch zwei Videospaltig so ist. Aber mal gucken. Dann gibt es noch eBay Kleinanzeigen-Profil, wo aktuell nicht so viel passiert. Also ich weiß nicht, ob ich mal wieder eBay-Anzeigen reinstellen will oder werde. Hier muss ich noch das Ding mit PayPal machen. Also aktuell habe ich hier nicht mehr bei eBay drin, jetzt nur noch mehr auf der Webseite. Also hier könnt ihr mir auch anschreiben, wenn ihr was davon haben wollt. Könnt ihr euch da angucken. Das sind noch Sachen, die ich bei eBay reingestellt habe. Aber zum Teil auch Sachen, die bei eBay schon rausgeflogen sind, die bei eBay keiner gekauft hat. Ja, weiterhin sind die halt auch auf meiner Webseite drin gelistet und ja, werden hier auch verkauft. Also auch hier könnt ihr von mir die Sachen mir abkaufen. Hier ist quasi genauso wie bei eBay, nur dass das halt auf meiner Webseite läuft. Und wenn ich Sachen bei eBay verkaufe, fliegen sie auch hier raus. Also ja, nur halt mit der Bezahlmethode müsste ich da halt noch ein paar kleine Links einfügen und dann könnt ihr auch online bezahlen. Ja, dann gibt es hier einen Spenden-Button, auch hier genau halt dieselbe Geschichte. PayPal ist aktuell nicht aktiv, also ihr könnt auf Spenden klicken, aber es ist aktuell nicht da. Dann Wetter, was macht's wohl? Wetteranzeigen. Internet, könnt ihr hier einmal eure Internetverbindung testen. Twitch-Profil, mein Twitch-Profil. Ja, könnt ihr dann halt auch draufklicken. Dann Kodi und Wavo Anleitungen. Könnt ihr euch für Kodi und Wavo halt die Anleitungen raussuchen. Sind aktuell auch die Videos auch nicht da mehr. Da muss ich da neue Anleitungen reinhauen. Okay. Dann Radio Livestreams. Könnt ihr Radio hören? Aktuell sind es, ich glaube, 6 Sender müssen es sein. 1, 2, 3. Ja. Da ist aktuell ein bisschen kritisch, da habe ich den Autoplay drin. Ne? Da müsste ich vielleicht mal gucken, dass ich diese aus dem Autoplay raushole. Hier, der soll im Autoplay bleiben, den könnt ihr dann ja auch einfach muten. Aber die anderen sollte ich vielleicht mal aus dem Autoplay raussetzen. Dann kommen wir hier weiter zu 5M-Servers. Hier könnt ihr die ganzen 5M-Servers auschecken. Müsst ihr halt nur einmal auf die Server nochmal draufklicken, dann werden die Server neu geladen und euch dann auch angezeigt. Könnt ihr euch anzeigen lassen. Könnt euch gucken, was aktuell so in der 5M-Welt so abgeht. Könnt ihr euch den Server raussuchen, wenn ihr das auch schon installiert, könnt ihr auch einfach draufklicken, joinen. Und dann kommt ihr halt auf den entsprechenden Server. Dann meine Software und Hardware. Da ist meine Software aufgelistet mit Hardware, die ich aktuell besitze. Also das ist mein PC. Dann NVA GmbH Aircraft Minecraft Server, der wird bald eingestellt, ist aber aktuell noch da. Dann Corona Update. Ja, zeigt euch immer die neuesten Corona Infos an. Und dann gibt es noch die Beta Testseite, die ist nur für mich zugänglich. Diese ist halt die Seite, wo ich halt Sachen teste. Die ist aber für euch irrelevant. Ja, Leute, das Ganze war es jetzt auch schon mit dem Video. Das war quasi das Update von meiner Website in seiner aktuellsten Version. Wird immer wieder weiterentwickelt und ja, ich muss jetzt noch ein paar Kleinigkeiten fixen. Ja, nichtsdestotrotz, wenn euch das Video hier gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig über ein Like freuen. Und wenn ihr weiterhin hier auf diesem Kanal nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr natürlich auch abonnieren. Ich bin mit raus. Ciao, Leute.